Ist es nicht nach Plan gelaufen? Ich hab dich ja gewarnt. Lass mich allein. Wie bitte? Allein lassen? Verloren und schutzlos in dieser gefährlichen Welt. Niemals. Okay, jetzt ist genug. Wer seid ihr wirklich? Taran Malikos. Ehemaliger Jedi. Genau wie du. Wir haben so viel gemeinsam. Das bezweifle ich. Oh. Wir haben die Auslöschung überlebt. Meine Truppen haben mich verraten. Ich war gezwungen, ihnen das Leben zu nehmen, und dann bin ich geflohen. Zu diesem einsamen Ort. Die Dunkelheit! Sie verschlang mich fast. Aber ich widerstand. Ihr seid der, dem die Brüder der Nacht folgen. Ja. Yeah. Oh. Aber diese Wilden, sie respektieren allein die Stärke. Und wir wissen beide, die Macht ist eine enorm starke Verbündete. Nein. Nein, ihr nutzt die Macht nur eigennützig, missbraucht sie. Das widerspricht dem Prinzipien der Jedi. Es sind dunkle Zeiten! Wenn wir nicht gemeinsam kämpfen, werden sie uns verzehren! Ich brauche eure Hilfe nicht. Dein kaputtes Lichtschwert sagt etwas anderes. Du hast da drin was gesehen, oder nicht? Etwas Furchtbares. Es gibt viele solche Orte hier auf Dathomir. Komm in meine Familie. Dann lehre ich dich das alles, diese Kraft zu beherrschen. Komm in meine Familie. Dann lehre ich dich das alles zu beherrschen. Vertraute Worte, Malikos. Schwester Meryn, du solltest lieber nicht so weit gehen. Seit Jahren, sagt ihr, die Jedi hätten das Massaker an meinen Schwestern begangen. Jetzt steht einer vor uns. Und ihr wollt ihn in eure Familie aufnehmen. Damit wirst du leben müssen. Doch es fehlt dir an Stärke, kleine Hexe. Stärke. Ihr seid verrückt, Malikos. Dathomir hat euch verwirrt. Und durch meine falsche Loyalität konntet ihr die Brüder der Nacht vom Weg abbringen. Anders als die Jedi legen Schwestern der Nacht von Dathomir die ihren nicht rein. Unser Band währt ewig. Deine Schwestern sind tot! Ja. All ihre Gräber umgeben euch. Zeit zu gehen. Schon Sulana Deni. Telolionie. Närrische Göre. Über diese Kräfte hast du keine Kontrolle mehr. Ihr beide sollt wissen. Bekämpft ihr eine Schwester der Nacht von Dathomir. Bekämpft ihr uns alle. Lauf. Die Mantis da klar machen. Was ist los?
Hier hat eine Untote-Effekt. Sie verfolgt mich. Oh, oh, und du führst sie hierher? Ted, Start klar machen. Weg von hier! Was hast du getan? Auf meinem Schiff kriechen überall tote Hexen rum! Weg hier! Was ist passiert? Hast du das Grab gefunden? Lichtschwert deines Meisters. Ich sah ihn. Meister Tapal, es war der Tag seines Todes. Ich sah, was ich tat. Kerl. Alles ist zerstört. Ich konnte ihn nicht retten. Kerl, du warst noch ein Kind. Nein. Ich hätte ihm helfen können, wenn ich nur auf ihn gehört hätte. Wenn ich stark und mutig gewesen wäre. Ich hätte ihm helfen können. Ich weiß es. Kerl, du sollst endlich wissen, was mir bei der Flucht vor dem Imperium passiert. Sie brachten Trilla ins Zimmer. Als ich ihre Augen sah, wusste ich, es war meine Schuld. Sie war eine Inquisitorin. Und etwas in mir starb. Ich verlor völlig die Kontrolle. Ich tauchte ab in die dunkle Seite. Und tötete sie alle. Ich verschonte keinen einzigen. Nur sie ließ ich gehen. Viele Jahre konnte ich mir das selbst nicht verzeihen. Ich war ein Wrack. In mir war nichts als Zorn. Ich konnte ihn nicht unterdrücken. Es gab für mich keinen Ausweg. Und ich wollte nur noch sterben. Doch dann erfuhr ich von dem Holocron. Ein Hoffnungsschimmer, dass es eine Zukunft geben könnte, für die es sich weiterzumachen lohnt. Steh auf. Ich kann nicht rückgängig machen, was ich getan habe, und du rettest auch nicht mehr deinen Meister. Es ist vorbei. Aber Kerl, du musst auch wirklich weitermachen wollen. Und wie? Du wirst hiermit anfangen. Es ist deine Aufgabe, ein neues zu bauen. Man wird dich prüfen. Ja. Aber ich bin bereit. Ich meine nicht nur hier. Jeder Jedi begegnet der dunklen Seite. Und es ist leicht zu scheitern. Ihr kämpft immer noch mit der dunklen Seite. Auch nachdem ihr euch von der Macht gelöst habt. Wir werden immer kämpfen.
Das ist die Prüfung. Die Wahl, weiterzukämpfen, macht uns zu dem, was wir sind. Dann sollte ich jetzt rausfinden, wer ich bin. Sieht langsam aus wie ein echter Garten. Jünglinge, die Zeit der Versammlung ist gekommen. Setzt euer Können klug ein. Jedi-Tempel. Es ist eine Weile her. Aber ja, ich erinnere mich. Jeder Jedi kommt als Kind hierher. Also, kam hierher, als es noch Jedi gab. Das sieht wie ein Durchgang aus. Mit dem Eis passe ich auf. Schlimmste Blizzard meines Lebens. Der Sturm, der Tempel, alles scheint miteinander verbunden.
letzter Jedi meditierte hier. Er kehrte an wichtige Orte zurück und sinnierte über seine Abenteuer und Prüfungen. Nicht viel zu sehen, richtig? Wir sollten wieder runtergehen. Mein Gesicht wird taub. Irgendwas findet man immer. Er war früher wunderschön. Die Wärme ist angenehm. Meister Yoda schmolz die Tür und ließ uns in die Höhle. Nicht mit der Macht, mit dem Kristall. Das Licht ging hindurch und trug die Wärme. Ich wette, das können wir auch. Was hast du gefunden? Ich höre dich, BD. Zeig mal. Thank you.
Da war wirklich was drin. Den Rissen unter Wasser drängt Hetzel. Aber hier oben ist es eiskalt. Ich spüre ihn. Er ruft mich. Es ist nicht weit. Jedi können ihren Kalberkristall nicht wählen. Er wählt dich. Ja, so ähnlich wie du. Sehen wir nach. Ein kleines Beben. Alles in Ordnung. Hoffentlich hält das. Was ist das? Gute Arbeit. Stärke. Beeilung! Fühlt sich an, als wären überall Geister. Nein, geht es nicht. Es ist schwer, hier zu sein. Danke dir. Das sind sie. Wir haben die uns gefunden. Was gefunden? Sehr gut. Hier ist noch eine BD. Ja, und los geht's. Was ist es, BD? Das ist er. Ich sehe sein Licht. Thank you.
sahst du ihn zuletzt? Er wollte in die Höhlen. Ich habe ihn gehört, aber nicht gefunden. Jüngling hat das beim Test verloren. Er hatte solche Angst zu versagen. Das weckt Erinnerungen. Hier durch. Das spüre ich. Wir sind fast draußen. Ich verspreche es. Bitte, komm bloß nicht näher! Bitte!